Und die Woche beginnt mit einem Smoothie. Das ist der letzte Rest, bevor ich dran gedacht habe, das mal aufzunehmen. So. Wir essen jetzt hier, also sozusagen die 14-tägige Rohkost-Challenge von der Chiara ist jetzt um. Und ja, da belohnen wir uns hier mit einem mit veganen Gyros und einem veganen Burger. Und ja, und das, ich lade ihn ein. Und Dankeschön. Sie lädt mich ein für die 14-tägige Challenge, für die Betreuung sozusagen. Und da gibt es auch für mich hier diesen Gyros-Teller und ich darf bestimmt auch mal einen Cheeseburger abbeißen. Ja, mal sehen, ob es in den Mund kriegt. So, und jetzt gibt's einen großen Salat und dann Meatballs, vegane Meatballs von Hannah, der hat sie irgendwo mal im Internet gelesen, irgendwie zwei eineige Zwillinge aus Nordirland und mit Tomatensauce und das gibt's jetzt. So, also das sind dann natürlich jetzt hier eine Wochenstart. Das wird wahrscheinlich ein ziemlich wenig roher Vlog, diese Woche. Das ist heute eigentlich schon fast ein kompletter Kochtag. Gestern war ja auch schon wieder diese Pommes mit Gyros. Und jetzt gibt es so asiatisches Gemüse und wieder diese Bällchen. Und der Morgen beginnt wieder mit Meatballs. Ah, nee. Seit 2 Tagen esse ich jetzt nur noch die Dinger. Natürlich gibt es noch einen großen Salat dazu. Aber ja, ich werde langsam selber zum Meatball. Und jetzt gibt es Orangensaft. Das sind jetzt noch 3. Ich habe ein ganzes Netz gegessen. Wahrscheinlich so 4 gegessen als insgesamt 7 Orangen. Jetzt gibt es eine Melone. So, nach den ersten 3 Tage der Woche, die wirklich also für meine Welt extrem ungesund waren, aber ein bisschen Umständen geschuldet, beginnt jetzt der Donnerstag wieder mal mit einem Smoothie. Und ich freue mich darauf, wie schon lange ich mich nicht mehr auf einen Smoothie gefreut habe. So, im Laufe des Tages hat sie so ungefähr 8 Tomaten gegeben. Einfach mal so gegessen, ohne alles. Und jetzt gibt es 2 Äpfel. Und es gibt wieder Meatballs. Mein Sohnemann ist bei mir und er ist nicht so ganz der große Rohköstler. Und von daher habe ich mich jetzt für Meatballs entschieden und habe mir dann auch natürlich was mitgemacht. Und er hat gesagt, die Woche steht ganz im Zeichen der Meatballs und hier mit Reis und voll die vegane Mahlzeit. Und naja, so ist es. Am Morgen beginnt mit einem Smoothie. Und jetzt gibt es Datteln und eine halbe Gurke. Jedes Mal, wenn ich hier das aufmache, kommt ein Duft entgegen. Ich sage euch, genial. Jetzt gibt es wieder Apfelchips bis zum Abwinken. Und jetzt gibt es noch einen Berg Sushi. Das ist ein ganz normales veganes Sushi. Und nun gibt es einen Smoothie.